Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, hier heute zurück zur Koop-Season mit dem einzigartigen Crisinho. Ja, ich habe noch gerade mir einen Schluck aus der Pulle genehmigt. Und da nötige ich dich schon zum Quatschen. Ja, ich war nicht darauf gefasst, dass du so fix bist. Ja. Aber dann werde ich in dem nichts nachstehen und jetzt den Gegner suchen. Sehr schön. Ja, heute spielen wir mal mit ZSKA Moskau. Und die haben natürlich auch ein geiles Team. Musa, Dumbia, Honda, Tosic, Wernblom, Gonzalez und die Abwehr und im Tor Akinfeev. Also die Abwehr werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Könnt ihr selber lesen. Haben zu lange Namen und Namen, die man nicht aussprechen kann. Oh, wir haben sogar einen Gegner gefunden, trotz 4-Sterne-Stärke. Ja, wir haben es ja schon versucht mit Schachtir Donetsk. Und da, ja. Da wollte ja irgendwie keiner. Oh, was war das denn für ein Schuss hier von Honda? Boah, das ging ja... Und auf den freue ich mich insofern, weil ich glaube, mit dem kann man, glaube ich, noch ein schönes Team bauen, wenn du dann Milan oder so nimmst. Ja. Ich bin ja auch mal gespannt, weil eigentlich, ich finde, den kannst du sogar vielleicht als Defensiven, also als ZM oder ZDM nutzen, weil 67 Defense und ich glaube irgendwie um die 70 Kopfball oder so. Ja, wobei ZDM wäre da schon, ja. Ja, also, aber ich meine, du hast ja zum Beispiel den Hernanes auch als... Boah, schade. Ja, wir spielen hier gegen Crystal Palace. Hey. Haben die echt 4 Sterne? Crystal Palace? Ich meine, wir haben schon mit denen gespielt, oder? Ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe, bei dem einen oder anderen hat es ja nicht funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, was ich bin. Ich bin blau, ne? Das merke ich jetzt gerade. Kalle Chameleon. Boah. Was? Ja, bin dabei. Guck. Dumbia, lauf! Lauf! Selber. Und es gibt noch nicht. Und er rutscht noch rein, hast du das gesehen? Die Sau. Aber es gibt einen Freistoß. Da muss man mal ganz böses Zeichen setzen. Für ja. Dieses Einsteigen. Bitterböses Einsteigen und es gibt nur eine Ecke. Okay. Die kommt aber eigentlich ganz gut. Oh, schade. So. Tosic. Oh, war der echt im Abseits? Schade. Na, okay, ganz klar. Einen halben. Zu schnell. Hätte ich ein Sekündchen vorher passen sollen. Machst du nix? Guckst du nur. So schaut's aus. So, nimmst du den Ball oder? Ja, ich hab'n. Gut. Spiel zu dir. Jo, so ungefähr. Nein! Ja, ich hab'n. Ich bin so ein Bob. So viel zu, ja, ich hab'n. Ja, ich meinte den Torwart fertig. Oh Gott, ey. Tosic. Jetzt auch. Ach, die Flanke kommt irgendwie nicht durch dann. Nachdem du an 8 Leuten vorbei, hättest du doch irgendwann mal Flanken gewischt. Aber ja, ich wollte es eigentlich auch. Ja, hätte ich jetzt natürlich auch machen können, wollte ich auch. Aber da passt der Pecker auf. So. Können wir mal die Seite nicht wechseln. Nee, wir spielen nach außen. Ja, Tosic. Ah, oh, schade. Tosic ist Rechtsfuß, oder? Oder ist er Linksfuß? Er ist Rechtsfuß. Gut, Honda als Linksfuß hier schießt die Ecke. Ah, kommt keiner dran. Jetzt aufpassen, dass wir uns hier nicht den Konter fangen. Den Konter des Todes. Da ist er nämlich schon. Oh. Er kommt übrigens aus der Demokratischen Republik Kongo. Ja, gut zu wissen. Bola Sie mit dem 1-0. Ich raff nicht, ich habe hier schon gedrückt aufs Torwart rauskommen. Mhm. Ja, erzähl mir mehr. Ich raff dieses Spiel nicht. Meine Güte. Generell muss ich sagen, raff ich im Moment derzeit relativ viele Spiele nicht. Also COD ist ja ähnlich gut bei mir. Ach, scheiße, das waren Restbefehle.
Ja, aber. Ja, irgendwie steht auch keiner von uns. Nee? Oh, ich muss mir gerade so nach der Nase her. Ja, oh. Da kommt natürlich der von außen abseits kommt er da angesprintet. Ey, ja, guck's dir an, nein. Ja, es läuft bei uns. Liga 2, da gehören wir auf jeden Fall hin. Bisher. Von den Performancen. Alter. Ja, und Schiri, ganz ehrlich. Danke. Nimm mal den Hunder, also Hunder hast du schon. Hunder kann das eigentlich. Gibt's nicht. Gibt es nicht! Ah, Christian, der Spielball um! Gut. Gut. Schön. Hab ich. Flack hier rein. Bringt nix. Scheiße, Alter. Gut. Hey, der Wichser. Lauf! Tosic, du bist schnell! Oh, oh, der Ball ist noch heiß! Kalle Chameleon holt sich aber die Kugel. Heißt das so? Ein geiler Name auf jeden Fall. Kalle Chameleon! Oh, oh, oh. Oh, irgendwer spielt auch am Geburtstag. Ne? Er kennt viel, da kann er auf einmal wieder. Zack, nach unten. Doppelpass. Oh, oder so. Dumbia. 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 Ja, ich wollte noch flanken. Ich wollte halt bis zur Grundlinie laufen, wie die Gegner das immer mit uns machen. Und dann flanken. Kam ich leider nicht mehr dran. Jetzt kriegt Honda eine gelbe, wofür auch immer. Hat er gemeckert? Also man muss es auch nicht dramatischer machen. Also die Bilder sehen jetzt vielleicht dramatischer aus, als es wirklich war. Das auf jeden Fall. Was ist da jetzt genau los? Ich habe den Ball berührt. Ich wollte natürlich nicht den Ball noch annehmen, aber bei meinem großartigen Talent. Gut. Läuft. Ist bei dir eigentlich jetzt auch die ganze Zeit oben links eingeblendet, dass der Honda die gelbe Karte hat? Guck mal, der Tor geschossen und Kalle Chameleon. Oh. Huh. Der Rome, der ist auch nicht so schlecht. Nee, das stimmt. Ist auf jeden Fall ein guter. Und ja, wir sollten so langsam mal was machen, ja. Honda. Den Ball verlieren zum Beispiel. Na, eine Güte. Hast du? Mach ich lieber nicht zu. Ich bin im Abseits. Hier sehen wir. Okay. Mein Gott, ey. Gut gesprungen, da sieht der Verteidiger aber ganz oh Gott. Das ist doch alles so unkoordiniert, auch so. Ich. Meine Güte. Hasse. Yo. Das ist geil. Das hast du gut mitgenommen auf jeden Fall. Ich gehe mal nach oben. Okay. Was soll immer das war? Was du? Ja, ich war der Spieler, nachdem der Ball weggeflogen ist. Warst du nicht der andere, der dazwischen stand? Ich war, ich bin eigentlich nach oben gelaufen. Und dann kam der Computer zu dir angelaufen. Ja, komisches Ding. Komisches Ding. Langes Ding. Ja, würde ich gerne machen, wenn mich nicht drei Spieler dabei drängen würden. Wie gut, wir den Ball immer noch kurz vorm Aus berühren, damit das auch, ja. Ah, genau, bei dem geht der Ball natürlich auf. Boah, genau. Spielen wir einmal hinten komplett rum. Kalle Chameleon. Zeigt, was er kann. Mit einem langen Abschlag. Ah. Ja, bei mir wird immer noch oben links Honda mit der gelben Karte eingeblendet. Weil ich die Erinnerung, dass ich mit dem nicht mehr. Also ich finde das auch lächerlich. Ich habe einen Torschuss aufs Tor und der ist direkt drin. Ja, so läuft es halt, ne? Ja. Wenn, in den wir haben doppelt Klassen. So viele Torschüsse aufs Tor, meine ich jetzt. Zwar. Nur halb so viele insgesamt, aber. Ey, bloß der Gegner auch schon wieder hier wechseln. Das ist doch alles nur. Die wechseln nicht. Ich glaube, die spielen sich gerade ein bisschen unten rum.
einfach auf das 1:0, haben sich gedacht, grandioses Ergebnis, wir haben deutlich mehr Ballbesitz, 58%, wenn ich da gerade richtig erkannt habe. Und da kann man schon mal sich belohnen. Was auch immer ich hier gerade für einen Quatsch erzähle. So, zurück, zweite Halbzeit. Jetzt muss man ein bisschen was kommen. Verspielen wir die Meisterschaft? Verspielen wir die Meisterschaft jetzt schon. Am dritten Spieltag. Kann natürlich passieren. So, machen die beiden jetzt hier? Er möchte den Ball kurz haben. Der Hand weiß er nicht genau, wo er hinspielt. Bringt ihn lang. Der kommt auch irgendwie an. Oder irgendwie auch nicht. So, und jetzt kann Dumbia mal gehen. Oder auch nicht. Wenn er den Ball dann auch mitnehmen kann. Kommt wieder Kalle. Nee. Wer ist der andere Spacken? Kalle Grabowski. Oh, nicht mehr. Ja, konnte nicht mehr. Nee. Da, beim Umdrehen hatte der schon den Ball. Gut. Spiel. Ja, war eh abseits. Das war gar kein Problem doch. So, ich drehe mich mal ein bisschen um hier. Vielleicht spielt dann auch wieder besser. So. Boah, Gonzales. Ist die Richtung Fernseher, sagst du? Ja. Gonzales. Hast du noch? Ach. Ja, nee. Tja. Ich finde, der ist auch, wenn der tatsächlich hier Kalle Chamäleon, ne, das ist ja auch unfair. Der sieht ja auch mit dem rechten Auge, was das linke macht. Also, da hat er ja, wenn wir nicht mit Mesut Özil spielen, da haben wir ja keine Chance. Ja, unfairer Vorteil auf jeden Fall. Und dann ruft man immer nach Gleichberechtigung im Fußball. Wenn man gegen ein Chamäleon spielt. Ja. Ja, die haben jetzt natürlich alle Zeit der Welt da hinten, um das Ding zu machen. Geht auch keiner mehr ran. Da geht auch keiner mehr ran und dann... Klar. Nehmt's! Nehmt's! Nehmt die Punkte! Das macht Laune. Ey, wie konnte er mir durch... Boah. Wohin greift der Akinfeev da? Keine Ahnung. Hörst du, dreh dich wieder in die andere Richtung. Vorher war besser. Ja, war's wirklich. Oh Gott, ey. Oh Gott. Mein Gott, ey, kann ich den Ball nach in die richtige Richtung klären? So. Jetzt lass kommen. Seydou. Ach. Dumbia kann nichts machen, ne? Ey, und wir verlieren jeden fucking Einwurf. Jeden Ball. Ja, oh, guck mal. Was ist denn da los? Man muss sich nur ein bisschen beschweren, oder was? Und schon läuft es. Ja. Dann haben wir den Ball wieder verloren und haben den Gegner eine 1A-Kontersituation geboten. Naja, ich bin da oben. Alles ruhig. Hey. Hey. Dreh. Okay. Also abseits, weil, also. War zum Glück auch abseits. Na, ja, knapp. Aber halt doch im Abseits. Also alles gut. Boah, ist das ein zerfahrenes Spiel. Boah, da könnte ich kotzen. So, Gonzales. Jetzt mal auf den Musa. Musa. Oh, der ist doch schnell, der Kleine. Das kann nicht sein, der Tempo wie 90 oder so, ne? Und trotzdem kommt den dahin. Klasse. Ja. Ja, der steht da kilometerweit im Abseits. Ich weiß auch nicht genau, was er da gemacht hat. Ob der da ein paar Karotten gepflückt hat oder was auch immer. Aber die stand ja fast am gegnerischen 16er. Und das, obwohl da weit und breit niemand war. Ey. Nee. Oh, geht mir dieses Spiel auf die Nüsse. Puh. Na, no, den müssen wir haben. Den haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Gut. Boah, der böses Foulspiel. Jetzt hat der Schiedsrichter
Oh, ja, wie toll. kommen wir denn da nicht an den Ball? Ach, ja, ich klar. Ich weiß das auch teilweise nicht, die stehen hinter einem, hinter dem Ball, ne? Ja. Und kommen da trotzdem dran. Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber gut. Wir sind ja auch nicht hier, um dieses Spiel zu verstehen. Ja, sondern um zu verlieren. Ey, schön. Das kann doch nicht. Da sind wir den mit der Hacke. Wie behindert seid ihr eigentlich? Hier. Ah, okay. Da musste der Tor dran. Wie hätte den denn schon wieder genommen? Mit der Brust oder was? Ja, und dann guck mal, wie frei die sind. Jetzt kommt der Svet. Oh, nochmal zurück und dann ist er nicht drin. Boah. So ist natürlich auch Kacke. Ja, jedes Mal wieder zum Torwart zurück und nur den Sohn, ey. Hasse. Ja, Flanken. Oh. Da wollte ich in den Rückraum und er kommt auch in den Rückraum, dann ist da keiner. Ja, jetzt stehen wir hinten. Und Chamak ist durch. Und Chamak ist durch. Und Chamak. Ja, dann spielen sie da noch ein bisschen rum. Ja, aber Akin Faith. Achso, also ich konnte Akin Faith nicht halten. Na. Ist das ein Graupenkick hier? Ja, dann kommt der Ball. Der kommt auch nicht durch. Dann muss er natürlich ihm noch in die Fresse schießen, ne? Mhm. Nicht einmal Glück kann man haben, ne? Nö, nö. Oh, Jimmy Kebe kriegt eine gelbe. Wofür auch immer. Ich habe es nicht genau gesehen. Ja, böses Foulspiel. So. Zack. Jetzt leckt's. Ordentlich. Bei dir auch? Nee, aber hat trotzdem zum Ballverlust geführt. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Boah, ich sehe überhaupt nicht, wo der Ball ist. Schön. Anschlusstreffer, 90. Minute. Geht doch, was? Vielleicht, Ja, nee, die spielen hinten rum. Oh, ich hab gesagt, Innenverteidiger stirbt mit, ist auch egal jetzt, ne? Ja, ja, klar. Das Spiel ist eh jetzt gegessen. Also da kann der Innenverteidiger ruhig mitstürmen. Ja. Oder auch nicht. So fangen wir uns noch eins. 3-1. Bolasie. Hattrick. Ist das ein Spiel? Ist das ein Spiel? Oh, und so was müssen wir auch noch zeigen. Alter Schwede, ey. Ach, man sieht hier auch, der AKF hat seine 84 nicht umsonst verdient. Den Controller so durch den Tisch schmettern und gegen die Konsole und den Fernseher, aber das hätte nicht viel zur Folge. Ja. Dankeschön, nochmal schön hier. Fisten hinterher, da schieße ich noch gegen die Latte, ja geil. Ist das hässlich. Ja, das war dann der zweite Lattentreffer hier in diesem Spiel. Nach dem Freistoß. Und so sieht's dann aus, wenn man seine Chancen, die wenigen Chancen, die man hat, nicht nutzt und einfach scheiße spielt. Dann 100% Schussgenauigkeit haben wir immerhin. Verliert man so ein Spiel halt auch, ne? Und wir sind jetzt... Also die Meisterschaft ist gegessen. Das können wir schon mal sagen. Genau. Aufstieg wird natürlich jetzt auch schwer. 18 Punkte brauchen wir. Wir haben noch 6 Spiele für den Aufstieg. Heißt, so langsam wird der erste Dreier mal kommen. Ja. 3 Spiele verloren. 1 unentschieden in Liga 2. Sind wir doch nicht geeignet dafür? Sieht so aus, ne? Ich meine, das wussten wir schon vorher, aber bisher haben wir mit dem Trollmodus immer gut gefahren. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dann wieder auf dem Kanal vom Cresilio. Ja gut, da können wir eh keine Punkte holen. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Macht's gut, haut rein, schau mit Frauen und Mädels. Huben vom Tisch, schön beim Einwagen, dass die Dinger nicht abfrieren. Tschüssi. Cresilio sagt Tschüss. Ach so, Entschuldigung, ich bin auch so deprimiert. Tschüss. Ciao. Ciao.